sehr zufrieden mit der Sendung heute. Das war ja die erste Ausgabe von Kalles Halbzeit im Verlies. Das ist eine Sendung über den Amateurfußball in und um Hamburg herum. Wir laden jeweils zwei Mannschaften ein und daraus zwei Gäste. Die Zuschauer können vorher per Internet Fragen stellen, die wir dann an die Leute weiterreichen. Das Ganze wird natürlich gemacht mit einem fachkundigen Co-Moderator. Und ganz besonders habe ich mich natürlich gefreut, dass Manni Kals heute bei mir in der ersten Sendung war. Es war sehr nett, ich habe mich hier wohl gefühlt. Und ich glaube schon, dass das auch läuft und wünsche mir viel Erfolg, dass er immer die Bude voll hat hier. Das Verlies ist eine außergewöhnliche SM-Location im Herzen von Hamburg. Und es ist das erste SM-Kabarett Europas. Hat also nichts zu tun mit Striptease oder Table Dance, sondern hier geht es wirklich zur Sache. Und deswegen wurden unsere Gäste natürlich auch auf dem Stuhl festgeschnallt, damit sie vor unseren Fragen nicht weglaufen können. Sowas in der Form gibt es, glaube ich, noch nicht wirklich, gerade in dieser Atmosphäre. Und ich finde, das macht letztendlich auch den Reiz aus. Und schlussendlich werden auch sehr viele Themen auch angesprochen, ja, die letztendlich auch den Amateurfußball betrifft. Und von daher würde ich jedem empfehlen. Ich werde mir das hier persönlich natürlich auch regelmäßig angucken. Ja, nicht nur, weil ich hier als Gast war, sondern wie gesagt, auch aufgrund dessen, wer das hier alles macht und die Leute, die dann letztendlich einmal im Monat herkommen.